Ja, die Frage wird meine Mutter sehr feiern. Boah, solltest du wie Mariah Carey machen und mich so nur im Liegen interviewen lassen. Könnte sein, dass ich jetzt in eine persönliche Krise stürze. Was kann ich jetzt schon dazu sagen, ohne zu viel zu verraten? Herzlich willkommen zu einer neuen, höchst schizophrenen Folge von Scheitern für Anfänger. Heute ist uns nämlich ein Gast ausgefallen und Maggie ist nicht nur schizophren, sondern auch ein bisschen kreativ. Hin und wieder zumindest. Denn wir haben uns überlegt, statt den Dreh jetzt ausfallen zu lassen, drehen wir einfach eine Folge, in der ihr Maggie Fragen stellen könnt. Also mir irgendwie. Und deswegen starten wir auch direkt mit der ersten Frage eines Menschen, der bessere Stories macht als du, Maggie. Würde mir zu denken geben. Mario fragt, und ich denke, das ist eine fantastische Einstiegsfrage für jene, die keine Ahnung haben, was Scheitern für Anfänger ist oder wissen wollen, wie es eigentlich dazu kam. Denn Mario fragt, wie kam es zu Scheitern für Anfänger? Zu oft gescheitert? Ja, also die Kurzversion ist im Grunde, dass ich, nachdem ich meinen Sneaker-Kalender erfolgreich über Crowdfunding finanziert habe und ihn produziert habe, gemerkt habe, okay, Fotografie und Videomacherei macht mir nicht mehr so viel Spaß. Das ist das, was ich am Anfang gemacht habe, womit ich mein Geld verdient habe. Aber ich habe schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen Moderationserfahrung bei chip.de gesammelt. Wodka, der Ursprung und die Lösung sämtlicher Probleme. Bisschen kiffen? Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht gehört. Und war aufgrund meines Kalenders schon in Berlin und dachte mir, vielleicht wäre es ja ganz cool, hier zu bleiben. Also wenn sich schon mein Hobby wie ein Beruf anfühlt und nicht mehr richtig anfühlt, vielleicht kann ich ja was Neues ausprobieren. Und dann habe ich beschlossen, zu gucken, was so geht. Damals hat 16 Bars eine Moderatorin gesucht, ein Hip-Hop-Format. Und ich dachte mir, hey cool, ich höre Hip-Hop, ich stelle gerne Fragen. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Und ich könnte so in Berlin vielleicht bleiben und habe das probiert. Dann gab es auch 4 Interviews und trotzdem hieß es dann, okay, wir wollen es mit dir probieren. Und was mir auch sehr wichtig war, also mir war halt wichtig, wenn wir was zusammen machen, dann möchte ich es zumindest ein halbes Jahr probieren können, weil ich glaube, es wäre und war und ist sehr schwierig, in die Fußstapfen von einer Vis-à-vis zu treten und dann ist man zufälligerweise auch noch blond und unerfahren. Daher war das so die größte Prio für mich, dass wenn wir es probieren, sollte es über einen längeren Zeitraum laufen. Und es gab eine Zusage, es war alles cool. Dann habe ich aber 2 Wochen nichts mehr gehört und eine sehr, sehr unschöne Absage per E-Mail bekommen. Daraufhin habe ich halt gesagt, okay Leute, ganz ehrlich, das müsst ihr mir schon ins Gesicht sagen, was da in der Mail steht. Ich dachte auch am Anfang, okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, vielleicht ist mein Stolz gekränkt, aber man hat ja dann doch den einen oder anderen Kumpel in diesem Bereich und in der Branche und die haben mir alle versichert, nein, das ist uncool. Ja, und dann hieß es so, ja, vor der Kamera bist du scheiße, aber du kannst es ja in der Redaktion probieren. Und dann dachte ich, okay, safe, ich kann in Berlin bleiben. Und einen Tag später habe ich dann wieder eine Absage bekommen. Und ja, dann musste ich zurück nach München, was nicht funktioniert hat, weil mein Vermieter, meine Untermieterin, illegalerweise die Wohnung vermietet hat. Ich habe dann ein Jahr geklagt und musste zu meiner Mutter zurückziehen. Dann hieß es, Maggie, wenn dir alle absagen, weil es dann noch andere Moderationsanfragen und Geschichten gab, wenn dir schon alle absagen, dann mach doch was Eigenes auf YouTube. Du musst nicht mehr bei jemandem Großen sein. Du kannst auch dein eigenes Ding machen. Und ich habe festgestellt, okay, Schminktutorials gibt es genug. Also sollte ich das machen, was ich am besten kann, was authentisch ist. Und das war zu dem Zeitpunkt Scheitern. Natürlich wollte ich auch beweisen, dass ich Interviews führen kann. Das war dann die Kombo aus, okay, ich werde Interviews führen, okay, ich werde mit Menschen über Scheitern sprechen. Wer hat solche Kombos? Ich kenne niemanden. Weil mir das persönlich immer sehr gut getan hat, wenn ich gehört und gemerkt habe, anderen geht so wie mir, weil es ist eine Tatsache, die Leute sprechen nicht über Scheitern und das möchte ich ändern. Das war die kurze Version. Ja, weil theoretisch könnte ich noch früher ansetzen und sagen, okay, ich habe mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht, da ist es vorprogrammiert, dass man scheitert. Ohne Ausbildung, ohne Studium, ohne gut, ein bisschen Erfahrung habe ich zwar gemacht, aber ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Torte. Zwischendurch kann es dann durchaus passieren, dass du halt Inventuren zählst, 4 Uhr morgens irgendwo in irgendwelche Käffer von Deutschland fährst, in irgendwelchen Lagerhallen bist. Du dich so fragst, okay, was mache ich hier gerade? Und damals hat es mir extrem gut getan, mir TED-Talks anzugucken. Damals hat es mir extrem gut getan, Geschichten von Olli Schulz und Jan Böhmermann zu hören, wie es bei ihnen am Anfang war. Damals hat man den Podcast auch noch nicht so gut gekannt. Damals war es noch im Radio. Und ich weiß noch, wie Olli Schulz dann davon erzählt hat,
dass er mal Geld abgehoben hat, ganz schnell zum nächsten Automaten gerannt ist, in der Hoffnung, dass der andere Automat noch nicht checkt, dass er Geld abgehoben hat. Und damals war mein Konto zum Beispiel gepfändet. Ja, und ich habe Inventuren gezählt. Während ich zum Beispiel meine Shirt-Kollektion gemacht habe, habe ich auf dem Oktoberfest gearbeitet. Kennt ihr das Oktoberfest München? Ja? Ja. Ja. Geil. Ich habe im Zeitalter der Digitalfotografie Fotos von Besoffenen geschossen, um sie dann auszudrucken und dann wiederum Menschen zu verkaufen. Es war ein wirklich ganz, ganz toller Job. Und das Lustige ist, wenn man sich selbstständig macht mit seiner Arbeit, dann hat man immer noch so einen Stolz in sich. Und irgendwann ruft ein Typ auf dem Oktoberfest, ey, drehst du Filme? Und ich so, ja. Tu ich. Ich dachte, er kennt mich. Und dann habe ich gemerkt, er meint andere Filme. War schon ziemlich am Arsch und wusste irgendwie nicht so recht, wohin geht die Reise jetzt. Das kannst du noch weiter spinnen. Du kannst noch weiter zurückgehen und sagen, okay, ich war ein richtig schlechter Schüler. Ich war nie in der Schule und habe wirklich einen Fick gegeben auf Ausbildung und Co. Hab halt auch keine. Ja, das... Im Grunde begann Scheitern für Anfänger wahrscheinlich schon bei meiner Geburt. So. Also das kann ich schon ganz gut. Ich komme nicht gut mit Autoritäten, klar. Selbst meine eigene Autorität kann ich nicht ernst nehmen oder nehme ich nicht ernst. Wenn ich mir To-Dos schreibe, denke ich mir manchmal, wer bist du? Dass du mir irgendwelche Aufgaben gibst. Die einzige autoritäre Person in meinem Leben war der Mann im Fernseher, der gesagt hat, ich soll nicht umschalten. Also, ich glaube, das ist der Grund, warum ich so viele Sachen schon abgebrochen und gekündigt habe und auch in der Schule nicht klar kam. Ich kann auch nicht flirten. Daran bin ich ganz schlecht. Also, wenn mich jemand anlächelt, dann gucke ich immer direkt weg. Ich check auch meistens gar nicht, dass irgendjemand mit mir flirtet. Für mich ist halt Flirten an der Bar. Be you, be me zu singen. Und der Typ, der dann sagt, und jetzt nur Bier. Bier, 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 Bier. Der wird dann weggeflankt. Nein, ich bin nicht so eine. Ich bin nicht so eine. André Zimpel fragt, welches Mindset hast du jeden Tag bei der Arbeit, egal ob gewonnen oder scheitern? Überlebe. Also wenn ich es sehr cheesy ausdrücken müsste, dann würde ich sagen, dass ich immer versuche, aus was Negativem was Positives zu machen. Das kommt auch so ein bisschen aus der Fotografie. Ja, versteht ihr, negativ zu positiv? Aber da ich nicht so ein Fan bin von Wandtattoo-Sprüchen, geht es gerade bei Scheitern für Anfänger darum, egal was passiert, also wenn was schief geht, sich die Frage zu stellen, wie kann ich denn kreativ damit jetzt was schaffen, worauf wir vielleicht sonst nicht gekommen wären. Also ich glaube schon, dass man, so gerne man plant, so gerne man möchte, dass alles perfekt läuft, sich immer noch bewusst sein muss, dass man auch hin und wieder improvisieren sollte und muss. Ich glaube, da ist eine ganz faszinierende kreative Energie dann da. Man sieht Dinge, die man sonst nicht gesehen hätte. Wenn man es mit einer Reise vergleichen würde, würde man sagen, wenn ein Stau ist, dann findest du das nicht gut, dann findest du das nicht schön. Vielleicht nimmst du dann aber einen anderen Weg und siehst Dinge, die du vorher einfach nicht gesehen hättest. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr darauf achten, dass wir uns bewusst sein sollten, dass dieses ganze Optimieren und perfekt sein scheiße sein kann und dass wir Mut haben sollten zu gucken, was kann ich aus der Situation noch rausholen. Und ansonsten gibt es für mich momentan ein Mindset. Ich stelle mir vor, ich wäre ein Kind, das Erwachsener spielt und eine Produktionsfirma hat. Das mache ich gerade, weil ich natürlich gemerkt habe, wenn du viel Zeit hast, wenn du ein bisschen mehr Freiheiten hast, um deine Projekte voranzubringen und dein eigenes Ding zu machen, dass Freiheit auch etwas ist, was du erstmal lernen musst. Du musst erstmal lernen, für dich zu arbeiten und die Zeit sinnvoll zu nutzen, richtig zu nutzen, dich zu organisieren. Weil am Ende des Tages, vielleicht gilt das nicht für jeden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass ich für einen Kunden krasser die Deadlines einhalte, dass ich für einen Kunden Überstunden mache, dass ich für einen Arbeitgeber Überstunden mache. Und die Ironie ist, wenn ich für mich selber arbeite, bin ich da vielleicht nicht so dahinter. Und das bedeutet nicht, dass ich das nicht will oder dass ich nicht fleißig genug bin oder dass ich faul bin. Das bedeutet einfach nur, dass man das auch erstmal lernen muss. Und ich stelle mir halt momentan vor, ich wäre eine Produktionsfirma und ich mache die Überstunden für mich, weil ich so viel Respekt vor meinem
Traum und vor meiner Vision habe, dass ich die so ernst nehme, als wenn ich halt wirklich eine Firma wäre, die ich ja eigentlich auch irgendwo bin. Aber ich bin halt jetzt arbeitslos, ne? Offiziell so. Aber es wird hier auf jeden Fall hardcore, größenwahnmäßig, versuche ich mir das halt so von meinem Mindset immer einzureden, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auszusprechen und zu denken und dran zu glauben, dass man zu allem in der Lage ist. Weil wenn du es dir selber nicht mehr glaubst, wie sollen es dir andere glauben? Die nächste Frage hat es in sich. Kannst du ruhig schlafen, wenn du weißt, dass dein Konto überzogen ist? Es wirkt zumindest so. Ja, die Frage wird meine Mutter sehr feiern. Willkommen zu meinem neuen Unboxing. Ich stelle es im Internet sehr lustig, alles immer da, was das Geld betrifft und was meine Kreditkarten betrifft und was mein Dispo betrifft. Aber ich traue, und das ist glaube ich so wie bei Rappern, ich traue meinem Publikum dann schon zu, dass sie auch unterscheiden können zwischen, da wird jetzt ein Witz sehr überspitzt dargestellt und eine Situation mit Humor genommen. Es gibt durchaus Tage, wo ich das nicht so lustig finde und es gibt durchaus Tage, wo ich vielleicht nicht so gut schlafe. Aber es wäre auch gelungen, wenn ich sagen würde, ich mache mir da mega den Kopf drum, weil man kann sich das auch gut schönreden. Das gehört zum Unternehmertum dazu, dass man da auch mal ein Minus hat, weil es kommt ja auch wieder was rein. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich lebe im Dispo und ich benutze eine Kreditkarte nach der anderen und shoppe Sneaker und lasse es mir gut gehen und mache dafür nichts, sondern das Ziel ist ja schon, dass das Geld wieder reinkommt und das kommt ja auch immer wieder mal rein. Nur jetzt ist so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte mich auf Scheitern für Anfänger konzentrieren. Ich möchte mein ganzes Geld, meine ganze Mühe da reinstecken. Und das ist der Preis, den ich im wahrsten Sinne des Wortes dafür zahle. Aber ich habe die Hoffnung, dass das auch wieder reinkommt. Das ist wie eine Investition. Also nein, ich finde es nicht immer lustig, aber es ist meine Art, mit Dingen umzugehen. Jeder wird das, viele Leute, die mir auf Instagram folgen, haben schon gemerkt, dass selbst wenn mir sehr, sehr dumme Dinge passieren und sehr erschreckende Dinge passieren, dass ich trotzdem immer einen scheiß Witz dazu machen muss. Das ist mein Ventil. Ich kann halt nicht anders. Aber ich würde nie sagen, nehmt euch bitte kein Vorbild dran. Das ist nicht richtig, das ist auch nicht gut. Aber ich kenne genügend Allmanns, die schon die Krise kriegen, wenn sie auf Null sind. Und für mich ist halt mein Dispo mein Geld. Das ist sorry. Aber die Bank verdient damit auch was. So. Wem dieses Q&A gefallen hat und wer noch ein zweites möchte, wer seine Frage vermisst hat oder eine stellen möchte, der darf das gerne in die Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben geben und dann mache ich mich auch schon ran an das nächste Video und lade es hier hoch. Hier sind noch weitere Videos, die ihr euch gerne reinziehen könnt. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, aber am Ende folgt eurem Herzen.